Ja, herzlich willkommen zum 12. netzpolitischen Abend hier im MetaLab. Mein Name ist Stefan Kasperger und ich bin von der Open Knowledge Österreich. Wir sind ein Verein, der sich darum, der die Befreiung von Wissen unterstützt und sind dabei vor allem im Bereich Open Data und Open Science tätig. Ja genau, und ich darf euch heute durch den Abend führen und möchte gleich beginnen und mich vor allem mal beim MetaLab bedanken und zur Verfügung stellen der Räumlichkeiten. Vielen Dank wieder mal. Genau, darf man auch kurz einen Applaus. Ja, und auch wieder einen herzlichen Dank an die Freien Radios, an die Radiofabrik Salzburg, an das Froh aus Linz und an das Radio Orange hier aus Wien, die wieder den netzpolitischen Abend aufnehmen und dann auch im Nachhinein archivieren. Das heißt, ihr findet das Ganze dann auch im Nachhinein auf unserer Webseite netzpolitischerabend.wordpress.com. Man kommt auch hin über netzp.at, also dieses Kürzel Netzpad, was für die Veranstaltungsreihe verwendet wird. Und es wird auch heute live gestreamt, also Audio über den Livestream und auch Video über die YouTube-Seite von Epicenter Works. Das ist der neue Name vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung. Da könnt ihr auch live mit dabei sein und möchte mich auch eben bei den Leuten aus dem Netz herzlich willkommen heißen. Genau, und es gibt nur noch ein paar kleine Informationen zu Beginn. Ein ganz wichtiger Punkt ist Privatsphäre. Wenn ihr nicht wollt, dass ihr auf dem Videostream oben seid, dann bitte einfach im hinteren Teil des Raumes bleiben, damit sie nicht aufs Video kommt und bitte keine Fotos machen, ohne die Menschen gefragt zu haben, ob sie auf dem Foto sein wollen. Also wenn ihr Menschen mit dem Gesicht abbildet, bitte vorher die Berechtigung einholen. Aber was wir sehr, sehr gerne wollen, ist, dass ihr eben tweetet und dass ihr Wissen teilt und dazu wird eben der Hashtag Netzpad verwendet. Da könnt ihr dann eben auch sehen, was die anderen hier so im Raum und vorm Rechner zu den Talks machen. Zum konkreten Ablauf heute, es wird heute leider nur zwei Talks geben, weil Falk Regling vom FWF, der etwas zu Open Access und Open Science sagen wollte, kurzfristig erkrankt ist. Das heißt, wir haben heute nur zwei Talks und es wird dann am Schluss auch noch eine kleine Feedback-Runde geben, wo wir mit euch ein bisschen Feedback einholen wollen und nach jetzt doch schon 12-maligen Durchführen des Formates ein bisschen von euch hören möchten, wie ihr es gefunden habt und was ihr für Ideen habt, wie es weitergehen könnte. Gibt es soweit Fragen von eurer Seite zu dem Ablauf? Zum Abend? Okay, dann fangen wir gleich mit dem ersten Talk an. Ich darf Stefanie Wuschitz vorstellen. Sie beschäftigt sich mit Kunst, Feminismus und Open Source Technologie. Sie ist Mitgründerin von Miss Balthasar's Lab. Es ist ein Frauen-Hackspace hier in Wien und war auch mitwirkend dabei beim Buch Openism, das vor kurzem erst veröffentlicht worden ist. Sie ist sehr, sehr umtriebig, was ich mitbekommen habe in meiner Recherche davor und was mir persönlich sehr, sehr gut gefallen hat, so ein Grundantrieb von den feministischen Tätigkeiten und vom Frauen-Hackspace ist furchtloses Machen, also einfach tun und keine Angst dabei haben. Sie wird uns heute ein bisschen etwas erzählen über feministische Hackspaces international und auch in Wien und darf somit gleich übergeben an dich.